Ja, das ist er, der Next XR 3R. Wer uns schon länger verfolgt, weiß, wir haben schon öfter darüber gesprochen. Und Achtung, Spoiler, er hat ja auch bei unserem Ranking zu den Top 5 Racinghelmen ziemlich gut abgeschnitten. Ich habe hier heute mein absolutes Lieblingsdekor bekommen, was wir auspacken werden. Ich werde ihn nochmal anprobieren. Wir werden das alles einrichten, damit ich ihn auch künftig auf Instagram testen kann und vor allen Dingen, damit ich euch auch ein Praxisvideo liefern kann. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch auf Helmexpress TV begrüßen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten hier zu diesem kleinen Video. Ich muss ihn sowieso auspacken, muss ihn sowieso fertig machen. Da dachte ich, hey, ich nehme euch einfach mit. Und ja, so ist es zu diesem Video mal wieder gekommen. Also hier erstmal ganz normaler Next-Karton. Unterscheidet sich also auch nicht zu den etwas weniger sportlichen Modellen. Spannend ist hier, steht nämlich 5 Jahre Warranty, 5 Jahre Garantie herstellerseitig bekommen wir auf diesen Helm, was natürlich schon ziemlich cool ist. So, wir drehen das Ganze einmal. Mache ich das hier einmal auf. Zack. So, Helmets for Life steht hier drauf. Hier haben wir auch nochmal einen kleinen Text. Das interessiert uns gerade nicht. Wir machen das auf. Zack, 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 zack. Und sehen hier erstmal schon eine astreine Verpackung. Also das ist ja wohl wirklich geil gemacht. Hier ist das Visier, hier ist der Spoiler. Wir nehmen das mal hier wahrscheinlich am besten in Gänze. Nehmen wir das hier einmal raus. Schön ist das hier eingepackt, hier fliegt nichts durch die Gegend. Richtig, richtig geil. Und das schauen wir uns gleich mal nochmal genauer an. Wir bekommen eben ein zweites Visier und den Aero-Spoiler gleich mit dabei. Natürlich verlinken wir euch den Helm auch unten in der Videobeschreibung. Hier haben wir ihn erstmal. Da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen und werdet dort feststellen, dass wir hier, ja, es ist natürlich kein Schnäppchen, aber wir sind erheblich günstiger unterwegs als bei anderen Racinghelmen, wie dem Pista oder auch wie, wo haben wir hier einen Shark Race Air Pro GP und ähnlichem. Also das ist schon unter den Racinghelmen ein wirklich, ja, ich sag mal, erschwingliches Modell. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen was drin. Wir haben Pinlock-Linse, Kinnwindabweiser und Garantie in einem kleinen Beutel. Und da gucken wir doch auch mal rein, was sich genau hierin verbirgt. Das zeige ich euch auch ein bisschen näher. Das hier ist nämlich Polster, Schaumstoff. Seht ihr mal? Hier haben wir ein bisschen Werkzeug und Schrauben. Wofür wir das brauchen, schauen wir uns an. Und ein Next-Sticker. Und wir haben eine kleine Anleitung, denke ich jetzt mal. Hier haben wir noch unseren Garantieschein plus die Anleitung zum Registrieren. Also man versucht sich hier auch nicht zu verstecken, sodass man gar nicht erst groß sagt, wo kann ich den Helm registrieren für die Garantie, sondern die sagen ganz klar, hier geht er drauf, tipp da gerade deine Daten ein und dann hast du auch die entsprechende Garantie. Und das hier ist nur eine Anleitung für die Garantie. Jetzt aber zum eigentlich spannenden Teil. Wir haben hier den Helm. Helmbeutel schön dick, schön vernäht. Das passt erstmal. Ich mache den hier auf. Ich kann das auch aufziehen. Tada! Richtig cool mit der Zero Pro Carbon Schale. Und ihr seht gegebenenfalls auch schon auf unserer Homepage, es gibt diese Special Edition in verschiedenen Ausführungen. Die gibt es, so wie wir sie uns heute anschauen werden, in Rot, die gibt es aber auch in Silber, die gibt es in All Black und die gibt es in Gold. Der Grundhelm ist immer der gleiche. Nimm hier einfach die Carbon Schale im 3K Carbon Herstellungsverfahren. Richtig, richtig geil. Mit 1350 Gramm super leicht, aber ich will gar nicht zu weit jetzt in die Details schon reingehen. Auf jeden Fall, der Grundhelm bei diesen Special Edition ist immer gleich. Nur die Anbauteile in Form von Visier und Spoiler variieren entsprechend. Wir schauen ihn uns jetzt gerade einmal an. Sehen hier also eine schöne Silhouette schon, sehr sportlich, auch ohne den Spoiler. Sieht man schon, in welche Richtung es mit diesem Helm geht. Wir haben hier oben einen ganz kleinen Schriftzug, da steht auch schon X Pro Carbon Schale. Das ist eben deren Carbon-Schale, das Fertigungsverfahren, das soll ja auch 10% leichter sein als andere Helme. Das kann man so natürlich immer schwer nachvollziehen, aber das Ergebnis, wie gesagt, 1350 Gramm ist da. Pista wiegt 1450 Gramm. Der hier, müsste ich lügen, kann ich auch gucken, 1450 Gramm. Also er ist schon verdammt leicht. Wobei man in der Fairness halber, ja, das ist eine Größe L, da sind wir auch bei 1400 Gramm. Also das hier ist eine Größe M und das ist eine Größe ML. Die liegen jeweils bei 1450 Gramm, die sind also etwas schwerer. Wobei man auch sagen muss, das sind noch 2205 homologierte Helme, der ist schon 2206 homologiert, also hat die neue Helmprüfnorm. Also man kann trotzdem sagen, er ist leichter. Drehen wir ihn einmal.
habe hier nochmal Logo im Nacken, sonst ist er sehr, sehr clean. Hier steht in schwarz auf schwarz auch XR3R und ja, sonst steht hier auch nochmal die Garantie drauf. Wir haben hier das große Sichtfeld. Ich will jetzt gar nicht zu weit springen, aber wir müssen irgendwo anfangen. Das Sichtfeld 225 Grad horizontal, 85 Grad vertikal. Damit ist das Visier 15% größer als gesetzlich vorgeschrieben. Schauen wir uns gleich nochmal an. Hier unten natürlich arretiert auch für die FIM-Homologation. Ja, mit den Abstufungen haben wir auch ein bisschen mehr als bei manch anderem Racing-Helm. Auch nicht super viele, aber man kann es gegebenenfalls auch mal so machen. Man kann es hier auch in Lüftungsposition stehen lassen. Dann haben wir hier unten die Kinnbelüftung. Insgesamt haben wir 5 Belüftungen laut Hersteller. Zack. Augenbrauen. Und hier links und rechts jeweils, das waren 4. Vielleicht zählt man auch die hier unten. Auf jeden Fall haben wir hier genug Belüftungsöffnungen. Das Ganze funktioniert dann auch über ein Windkanalsystem, sodass hier die Luft schön verteilt wird. Und das Ganze wird dann hier oben am Spoiler entlüftet für eine gute Zirkulation. Der Helm kommt im Übrigen in 3 Helmschalengrößen. Und wenn ihr sagt, hier, diese Variante ist nichts für euch, da gibt es aber auch nochmal eine X-Matrix-Schale, letztendlich auf Fiberglasbasis. Die ist dann auch nochmal ein bisschen günstiger, ist allerdings auch ein bisschen schwerer dann wiederum. Hier haben wir Emergency Release System sehr schön gemacht. Doppel-D-Ring, Verschluss, ganz klar. Den Kinnwindenabweiser haben wir eben schon gesehen. Den können wir gleich auch mal einsetzen. Ah, okay. Und ihr seht es hier hinten auch, tatsächlich zählt hier unten auch das hier als 5. Belüftung. Das Ganze kann ich hier von innen steuern. Sonst Abschluss, sehr schön gemacht. Das Ganze fühlt sich richtig gut an. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal das Anbaumaterial dazu. Einmal das Visier, einmal der Spoiler. Das kommt zur Seite. So, schön nochmal in Papier eingehüllt. Ja, das sieht natürlich cool aus. Und ja, lasst euch nicht davon trügen. Das ist jetzt natürlich relativ durchsichtig. Allerdings, wenn ihr eben quasi den Helm habt, dann wirkt das schon ganz, ganz anders. Und das Wichtigste, E-Prüfzeichen. Also dieses Visier ist zusammen mit dem Helm homologiert. Kein Problem, kein Stress. Wenn euch einer drauf ansprechen sollte in der Kontrolle, sagt er hier, E-Prüfzeichen, alles gut, passt. Neueste Homologation, homologiertes Visier. Zack. So, hier. Tada! Sehr schön. So, jetzt nehmen wir uns den Helmbeutel dazu, denn ähnlich wie ihr wahrscheinlich zu Hause habe ich nicht so einen Donut, wo ich den Helm vernünftig auf den Kopf hinlegen kann, macht aber überhaupt nichts. Und wir fangen erstmal an mit dem Spoiler. Okay, dann versuche ich das jetzt euch irgendwie zu zeigen. Hier habe ich meinen Spoiler, lege ich schon mal hin. Ich habe mir jetzt noch das Folgende dazu geholt. Und zwar ist das, was wir uns eben angeschaut hatten, hier die kleine Tüte mit dem Imbusschlüssel und den Schrauben. In dieser Form sind das Ersatzschrauben. Denn wenn wir uns den Helm jetzt mal drehen, es wird wahrscheinlich so klein sein, dass ihr das gar nicht sehen könnt, müssen wir erstmal diese Schraube hier lösen. Das ist meine Finger auch noch davor. Also müsst ihr mir dann an der Stelle einmal glauben. Also wir haben hier eine kleine Schraube. Genau die Schrauben, die auch nochmal in dreifacher Ausführung als Ersatz dabei sind. Die nehmt ihr einfach raus. Zack, 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 zack. Und dann können wir den Spoiler, das kann ich euch wieder ein bisschen besser zeigen, da links und rechts reinschieben. Da sind auch Schrauben, aber die muss ich nur festziehen. Je nachdem, wie es bei euch ist, aber theoretisch müssten die lose sein, sodass er die dann einfach ein bisschen anzieht, dann ist der Spoiler da schon mal fest. Vielleicht macht es auch Sinn, dass man erst in der Mitte festmacht. Ja, das bleibt dann euch überlassen. Das ist, glaube ich, beides gleich gut. So, also könnt ihr euch das ungefähr vorstellen, ich habe den jetzt festgezogen und dann, das ist wieder ein bisschen schwieriger zu zeigen, muss ich natürlich hier oben rein, unter dem Spoiler, auch nochmal die Schraube. Das rutscht aber auch sehr gut rein. Kann dann das so machen. Bin hier natürlich von der Bewegungsfreiheit ein bisschen eingeschränkt. Muss aufpassen, dass ich jetzt mit dem Imbusschlüssel natürlich nicht meinen Spoiler verkratze. Zack, jetzt ist auch da wirklich fest. Und abschließend nochmal diese Seite. Einfach handfest, also das ist auch keine Angabe von Newtonmetern oder so dabei. Nur ihr schraubt halt Carbon und Kunststoff. Das solltet ihr jetzt auch nicht zu fest machen, so ein bisschen nach Gefühl. Und dann
Habt ihr euren Spoiler schon mal dran? Sieht der natürlich schon mal richtig, richtig gut aus. Jetzt wollen wir natürlich auch noch das Visier montieren. Dazu erstmal öffnen. Können wir das hier vordrücken. Nummer 1. Und Nummer 2, dann ist das Visier schon mal raus. Und bevor wir jetzt das verspiegelte Visier einbauen, wollen wir natürlich auch die Pinlock-Linse anbauen. Dazu brauchen wir besagte Pinlock-Linse. Der Helm kommt einmal zur Seite. Wir brauchen jetzt, zack, das Visier einmal. Und im Übrigen ist das hier auch kein kleiner Klüngel, sondern natürlich Max Vision Pinlock 120-Linse. Das ist auch der gängige Standard, auf den viele Hersteller zurückgreifen. Also Pinlock ist quasi eine Fremdfirma für die jeweiligen Hersteller und liefert dann eben entsprechend die Linsen zu. Und das ist dann egal, ob das Nexus, ob das Shoei ist, ob das mittlerweile Schubert ist. Dann seht ihr ja die kleinen Pinne an den Seiten des Visiers. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Dann suche ich mir einfach einen Punkt. Ich bin jetzt Linkshänder. Ich fange an der linken Seite an. Das ist aber komplett egal. Bring das so ungefähr in die richtige Richtung. Knicke das ein bisschen. Und dann springt das auch, sobald das quasi auf der richtigen Höhe ist. Zack, so ist es drin. Und es springt auch nur dann komplett rein, wenn ich es eben auf der richtigen Höhe habe. Wenn es jetzt zu weit unten sitzt, schmiegt sich das gar nicht erst an. Schutzfilm kommt auch ab. Zack, sieht schon so aus. Und ist gefühlt, habt ihr auch den Eindruck, jetzt schon ein bisschen weniger durchsichtig. Aber das werden wir jetzt auch nochmal ändern, indem wir es einfach anbauen. Richtigen Position anhalten. Das ist Seite Nummer 1. Und dann auf der anderen Seite, ihr müsst ja zum einen hier rein und mit dem anderen Pin müsst ihr hier hinten rein, sodass es auch so ein bisschen davon abhängt, in welchem Winkel das Visier steht. Zack, ich musste jetzt auch gerade ein bisschen auf die Seite drehen. Sieht dann so aus, schön orange-rot. Ich habe es mir tatsächlich noch ein bisschen roter vorgestellt, aber es geht auch ins Güldene so ein bisschen rüber, wobei es ja eine Golden Edition auch nochmal gibt. Ich zeige euch mal den Vorgänger. Ich habe hier nämlich zufällig den XR2 und das hier ist dann die Golden Edition. Also man sieht schon nochmal den Unterschied zwischen deren Gold und hier der roten Variante. Ich hole den Beutel auch noch einmal zurück, denn wir müssen ja noch etwas anbauen, nämlich den Kinnwindabweiser. Können wir hier rausholen. Zack, sieht erstmal aus wie folgt. Man fängt jetzt wahrscheinlich gleich am besten auf einer Seite an und versucht hier, ihr seht es, hoffentlich diese Haken jetzt zwischen Außenschale und Innenschale zu bringen. Dann sieht das ungefähr so aus. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen weiter rein damit. Aber ihr seht es ungefähr, so sieht das Ganze dann aus. Seht auch zu, dass das schön unter die Gummilippe steckt. Dann wird es dadurch nochmal gehalten. So sieht er dann final aus. Und ich werde ihn jetzt gleich auch mal anprobieren. In meinem Fall eine Größe L ist zu groß, das merke ich jetzt schon. Ich habe normalerweise Größe M, also geht ihr auf jeden Fall auf eure normale Größe, was zum Beispiel auch die Größentabelle abgibt im Hinblick auf euren Kopfumfang. Ist ein bisschen viel, ja, ist einfach zu viel Spiel. Sonst sehr angenehm, großes Sichtfeld, also hier 225 Grad, hier sehe ich gar nichts. Kann ich hier auch gut erreichen. Den Verriegelungsmechanismus. Sehr angenehm und leicht auf dem Kopf, muss man auch noch mal sagen. Und wir haben uns ja am Anfang angeschaut, dass da noch Schaumstoff bei ist, denn man kann das Innenfutter wohl auch noch individualisieren. Das heißt also, die Wangenpolster, die jetzt quasi hier drunter sitzen, da kannst du eben noch mal ein bisschen Schaumstoff rein oder rausnehmen. Da sind Taschen eingearbeitet für eine Individualisierungsmöglichkeit, was natürlich ziemlich cool ist. Nächster Schritt wird sein, wir werden natürlich noch mal hier das ganze Ding auf der Straße testen, natürlich in der entsprechenden Größe. Das soll es mit diesem kleinen Video gewesen sein. Wie gesagt, ich wollte euch nur ein bisschen mitnehmen. Es fällt mir immer so ein bisschen schwer, das irgendwie ästhetisch zu machen, das dann, ja, so einen Helm einzurichten. Deswegen verzeiht es mir bitte an dieser Stelle. Hier findet ihr ein richtiges, ein vollwertiges Video. Und hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Ich wünsche euch eine super Zeit. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.